Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Green Hell bei einer neuen Folge. Und ich habe heute ein bisschen gesammelt. Das habe ich voll gemacht. Ich habe ein paar Seile gesammelt. 30, 60 und hier die noch. Seile, perfekt. Und dann habe ich noch so eins nach unten hingebaut. Die zweite Gehege habe ich fertig und da würde ich gerne die Pikaris rein, nicht die Pikaris, die Tapirs reinmachen. Und deswegen habe ich hier unten alles dran gemacht, aber irgendwie will da keiner dran. Ich weiß ja auch nicht. Hier unten laufen nämlich die Tapire rum. Das sind die hier. Aber irgendwie wollen die nicht. Von daher muss ich mal gucken. Entweder habe ich Glück und oben krabbelt sich noch einer dran fest oder nicht. Mal schauen. Darüber wollte ich jetzt erstmal weitermachen an den anderen hier. Wenn ich dann das Seil dran komme, das darf ich nicht. Okay. Nehmen wir das noch mit. Haben wir hier noch eins, was ich grapschen darf? Das hier vielleicht. Sehr schön. Da haben wir schon mal 90 Seile. Also die Seile, die können wir auch eventuell noch gebrauchen. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt zu viel Zeit verstreichen lassen habe. Achso, ich habe noch hier, genau, die zwei Bananen weggemacht, Bananenbäume, und habe dafür dann die hier platziert. Und hier ein Kohlebehälter, damit wir da genug die Kohle da reinpacken können und hier wieder alles dicht machen können und so weiter und so fort. Da können wir auch übrigens noch direkt ein bisschen beischmeißen, weil ich habe so viele davon. Eines ist nämlich schon voll. Das hier. Feuerbrett Lara, das war schon voll, jetzt nicht mehr. Ne, das war doch richtig. So. Aber wir haben, glaube ich, keinen Dingen mehr. Doch, war noch. So, waschen. Und dann schauen wir mal kurz hier rum. Warte, ich nehme einen mal mit. Nur mal vorbeizugehen, zu gucken. Da ist doch keiner drin. Schade. Ich weiß gar nicht, ob es da so etwas wird. Da einer reintrempelt. Bin ich mal gespannt. Also beim ersten Versuch war keiner drin. So, haben wir da noch ein bisschen Feuer rein, damit das funktioniert. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wo ich hier alles gesammelt habe und neu gepflanzt habe, gebaut habe, die hier gesammelt habe und so weiter und so fort, kam mir nicht ein einziger Eingeborener entgegen. Also es ist. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache hier. Also ich werde das Haus auf jeden Fall fertig bauen. So wie es sein soll. Vielleicht noch die Dinger bauen, damit die, also die Baumhäuser, damit wir sehen, wie die mal aussehen und funktionieren. Wohin wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt nirgendwo hin eigentlich. Ich wollte eigentlich weitermachen hier oben. Und dann schauen wir mal. Dann normalerweise müssten welche kommen eigentlich. Eigentlich.
Bräuchten wir nur noch Wasser? Ach so, und ich habe noch über den Futter da noch ein Dach drüber gemacht. Über den Trockengestell, damit das auch bei Regen trocknet. Damit das geschützt ist, sozusagen. Ah, da ist doch ein... Ist da ein Pekari drin, oder was? Ey, das gibt's ja wohl nicht. Du sollst hier nicht drin sein. Komm, den lasse ich frei. Ich bin mal nicht so... So, lauf weg. Lauf nur nicht wieder hier rein. Ansonsten muss ich leider umlegen. Weil wir haben auf dem Trockenständer keinen Platz mehr. Und in dem zweiten Gehege möchte ich auf jeden Fall die Tapire drin haben. Sieht das eigentlich aus, wenn ich hier irgendwo noch ein, wenn ich die Leiter hier wegmache, die irgendwo anders hinstellen? Geht das eigentlich? Warte mal, ich muss mal testen. War das hier? Nee, dann war das eventuell hier. Ja. Hallo, du hast gerade eben da oben dran geslappt hier. Ach, da muss man dann also erstmal einen... Kann man das drehen? Da muss ich dann also Löcher drin haben, sozusagen. Das heißt, ich müsste hier irgendwo noch zwei leere dran machen. Also zwei von denen hier. Einmal aus Holz. Das geht nicht. Wie würde das gehen? Aber das käme, wäre ja ein bisschen voll, ne? Mich mal vorbei. Die Bäume auch schon fast wieder weg. Die guten Seile mal wieder, ne? Ich habe sie zwar da noch an dem Dings dran, aber okay, die wollen jetzt nicht so hier. Ne, dann die hole ich wieder von drin. Dann nehme ich mir die hier. Nein. Und wenn ich dann jetzt da noch ein drüber baue.
mal gespannt, ob das mit dem geht. Dann müsst ihr dann oben drauf noch gehen. Aus Bambus. So. Das heißt, ich muss aber eben noch ganz oben. Das kann ich dann Innenseite machen hier. Hier, ne? So, ich muss erstmal Rest machen. Aber erst kriege ich das nochmal. Ist klar, ne? Ist klar, dass wieder ein Seil gefehlt hat. So, habe ich noch nie gebaut, das Ding. Das erste Mal. Ich hoffe, ich habe das richtig rumgebaut. Ich werde erstmal schlafen. Ich habe auch die ganze Zeit noch gar nicht gespeichert, also von daher. Ja. Oh, durstig ist auch. Jetzt nicht mehr. Bananen essen. Ach übrigens, die Schweinchen, die sind auch nicht mehr sind auch nicht mehr scheu. Doch nicht hier kackt, wa? Das war Männchen, hatten wir gesagt, ne? Dann machen wir dem hier nämlich dann Fritti. Okay. Streichel. Oh, fein, ne? Was ist mit. Ist er vergiftet? Wieso ist denn der vergiftet? Hier wieder kein Fressen mehr, ey. Weil die fressen einem die Haare auf den Kopf. So viel sei gesagt. So, dann werde ich noch oben noch zwei Bananenbäumchen reinpflanzen. Seht ihr, es gerade mal, ich habe jetzt 8 Stück da reingetan und es ist gerade mal über die Hälfte ein bisschen. Warte mal, ich gehe mal kurz unten gucken. Hängt da einer dran? Ja, das ist aber. Ja, das ist ein Tapir. Und. Zapp. Tierpferch. Habe ich doch. Ah,
Ah, ist doch ein Tiefschall. Da tue ich dir mal rein. Das war ein Männchen, ne? Da haben wir nämlich die zweite Art. Es gibt ja noch eine dritte Art eigentlich. Wasserschwein, aber die nehme ich jetzt nicht. Nee. Ja, du hast... Hm? Wieso hast denn du nicht voll? Ich habe dir da alles reingetan gehabt. Dann muss ich mal eben nach oben noch die ganzen Bananen davon wegpflücken und zwei mal eben als Dingens machen. Die da mit reinsetzen. Einmal. Noch einmal. Ich muss sagen, wieso ist noch kein Wasser drin? Aber es kühlt. Wollen wir die da rein tun? Oh ja. Ich da die restlichen Bananen für die zweiten, für die anderen beiden. Ich glaube, die zweite nenne ich Segel, das zweite Schweinchen. Pretty und... Ah, die kannst du sogar pfeifen, stimmt, da war was. Nehmen wir Segelchen hier, ne? So, guck mal, die haben schon wieder alles, fast alles weggefressen, du. Das sind verfressene Viecher, du. Aber wenn du die streichelt, dann werden die auch zutraulicher nach einer Zeit, also geht das schneller. Ich muss erstmal die fertig machen, bis ich da hinkomme. Das ragt ja ziemlich weit über. Oh. Habe ich jetzt nicht mit dir gerechnet. Aber ist nicht so schlimm. Fehlt dir definitiv eine Leiter. Was wollte ich jetzt noch machen? Seile brauche ich. Und so wie es aussieht, brauche ich hierfür dicke Steine. Ihm lag hier noch einer. Mal eben lag hier noch einer. Oh, hier ist eine Bananenpflanze drin. Jetzt ist klar, dass hier jetzt keiner mehr da ist, ne? Jetzt, wo ich hier bin. Ach, hier bin ich. Ich wollte sagen, wo bin ich denn hier?
Oh, hier ist auch noch einer. Schlange nicht vergessen. Erst die langen Bambusstücke. Weil dann können wir nämlich die ganzen Stämme und sowas nach hier oben befördern mit dem. Bambusstock. Die ganze Zeit die Egel, ne? Fällt mir gerade so auf. Nein, nicht herstellen. Oh, gucken, was dann noch kommt. Ich nehme mal zwei mit. Ich glaube, da brauchen wir noch mehr von. Warte, ich hole ihn da. Was soll's. Nochmal zwei lang, okay. Komme ich hier runter ohne. Ah, sehr schön. War das zwei? Ja, zwei. Ich hatte doch zwei Stück in der Hand, oder? Zwei Bambusscheite. Okay, das war jetzt doch ein bisschen zu hoch für ihn. Aber so können wir wenigstens mal unsere Verbände nutzen, da wir die ja bis jetzt noch nicht nutzen konnten. Aber einmal Auerwehchen. Drei große Steine. Oh, gehen wir lieber wieder hier runter. Ist ja doch besser, ne? So ein großer Stein lag da noch. Da bin ich mir sicher. Oh, ich kenne mich, ich renne rein. Deswegen erstmal wegmurksen. So, den mache ich auf jeden Fall noch fertig und teste den auch direkt. Egal wie lange das dauert, ja. Ein Stein brauchen wir noch und dann denke ich mal noch 5, 6 Stämme. Das war's mit den Steinen hier, so wie es aussieht. Da ist noch einer. Doch richtig gesehen. Ich den Viechern dann gleich noch mal ein bisschen Futter bringen. Sechs. Hier hatten wir noch ein bisschen Gestrüpp.
no. Oh, ich hab fast gedacht, dass die gleich kaputt ist. War ich nicht auf Steine? Jawohl. Ah, dann werde ich aber erst denen hier geben, weil die waren nämlich... Aha. Okay, die haben noch genug. Mach ich mal voll. Der ist voll, okay. Oh, ich wollte eigentlich wieder streicheln, Fritti. Fritti bekommt nur eine Kraule-Einheit. Ne? Und Sägelchen auch. Es ist so. Ich weiß jetzt nicht, was das mit den Giftdingen da zu tun hat, weil ich habe denen nichts Schlechtes reingetan eigentlich. Ich hoffe, das geht bald weg. Bei 6 Stück sind hier sogar noch drin. Und dann fehlen da wahrscheinlich noch Seile. Das heißt, ich mache meine Seile mal eben voll. Wunderbar, unser Aufzug ist fertig. Das ist nicht wunderschön. Jetzt können wir den runterfahren lassen. Machen den mal eben voll. Hätte ich auch schon viel früher machen können, aber besser spät als nie. Boah, können wir auch drinnen machen, also von drinnen. Ne, warte mal. Oh, Hallöchen. Also irgendwie läuft das mit denen noch nicht so ganz. So, bloß darf ich den Schwede nicht anfassen. Oh Mann, ey. Mann, ey! Was soll denn das Spiel? So, einmal nach oben. Und da haben wir unseren Aufzug. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Wobra. Tschüss!